Hallo, ich bin Babette, ich habe einen eigenen Kinderschuhladen in Leipzig, führe den schon seit über 13 Jahren und möchte euch heute was über Hausschuhe erzählen. Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die sich für Kinderschuhe interessieren bzw. die immer mal die eine oder andere Frage haben, denen wollen wir heute mal so ein bisschen weiterhelfen. Ich habe mir gedacht, passend zur Jahreszeit geht es mal heute um die Hausschuhe. Da ist ja auch, wie sagt man so, von einer Frage schwenkt man da zur anderen. Nehme ich zum Beispiel die heißgeliebten Stoppisocken, die natürlich auch wunderbar zum Barfußlaufen daheim fungieren, oder nehme ich klassische Hausschuhe oder wer es noch nicht kennt, die tollen Barfußschuhe von Nanga aus dem Hause Gießwein. Da streiten sich mitunter auch immer noch die Geister. Wir verkaufen allerdings die Barfußeinheiten immer besser. Der Grund ist sehr naheliegend. Barfußlaufen kennt jeder, will jeder, möchte gern jeder. Und hier habe ich natürlich auch eine Fußbedeckung, die den Fuß kaum einengt. Ich habe größtmögliche Flexibilität. Ich habe eine weiche, dämpfende Innensohle, die den Fuß überhaupt nicht stört. Und ich habe natürlich auch eine gewisse Passform, die ich natürlich hier bei diesem zweierlei Gummizug immer nur mit einer Sohle oder ohne Sohle ein bisschen variieren kann. Bei zu schlanken Füßen empfehlen wir prinzipiell den Einsatz einer dünnen Barfußsohle. Die kann aus Filz, Frotte, wie auch immer sein, aber auf jeden Fall nicht zu starr, damit also hier dieses weiche Gebilde nicht eingeschränkt wird. Gibt es für die größeren Größen und gibt es natürlich auch hier für unsere kleinen Bambinis sehr schön mit Klettverschluss. Ich sage immer netterweise, es ist die Luxusausführung einer Stoppersocke, denn wir haben ja auch hier eine schöne vollflächige Sohle, die absolut rutschfest ist, auf Parkett, Fliesen und Laminat. Aber sie stoppt natürlich auch richtig. Also wer als kleines Kind so immer ein bisschen den diesen faulen Gang drauf hat und gerne über die große Zehe abrollt oder wie der Sachse halt sagt, er schlurkst halt, ja, geht halt nicht. Da falle ich eben halt auf die Nase. Hier möchte ich schon mal wirklich die Füße heben. Hervorzuheben sind die wunderbaren Materialien im Herbst, Winter, reines Schurwollfilz. Wer es noch nicht kennt, Schurwollfilz hat die Eigenschaft, nicht den Fuß zum Schwitzen anzuregen, wirkt aber für das optische Auge immer als sehr warm. Weil ich habe hier Fasern, ich habe Flusseln und schon denkt immer jeder, puh, das ist ein super warmer Schuh. Irrtum. Die Besonderheit bei Wolle ist, ich kann die Körperwärme länger halten und hier bleibt der Fuß auch warm, selbst in fußkalten Wohnungen oder fußkalten Räumen, sagen wir mal so. Ich kann aber auch so einen Schuh, ich sag mal, im höchsten Sommer anziehen, dann schwitze ich halt nicht darin. Bloß irgendwie erschließt sich dieser leichte Gedankengang nicht immer unseren Eltern und dann brauchen wir insbesondere in Leipzig hier viel Überredungskunst für unsere Wollfilzmodelle. Was sehr gut ankommt und das ganze Jahr über, sind wie gesagt die Baumwoll-Leinen-Mischungen. Auch hier haben wir die unterschiedlichsten Variationen. Ich halte bloß mal so die gängigsten mal mit rein. Sind sie denn nicht reizend hier für unsere kleinen Prinzessinnen? Immer mit wechselhaften Design oder auf größtenteils wechselhaften Design. Manchmal auch natürlich bloß in Uni, wie sagt man, gleichzeitig, beidseitig, gleichermaßen bedruckt. Und für unsere Jungs haben wir natürlich auch hier... Die Dinosaurier kommen wieder. Ne? Also damit auch hier ein gewisser Lerneffekt mit da ist, bei den allermeisten Modellen, ich sage mal so 80% von Nanga, ist es eben halt so, habt ihr ein wechselhaftes Design zwischen rechten und linken Fuß. Dann kommen wir zu unseren klassischen Hausschuhen. Auch hier immer dieses Für und Wider, weil in Kindergärten wird es immer wieder ganz gerne gesehen. Ich muss aber eins generell sagen, egal ob offen oder nicht, die Kinderfüße schwitzen mehr darin. Hintergrund ist der, wir haben hier also ein sehr stark engmaschiges gewebtes Material sozusagen. Und das natürlich in doppelter Ausführung. Einmal den Außenbereich und einmal den Innenbereich. Und damit hat der Fuß natürlich nicht die atmungsaktive Umhüllung, wie zum Beispiel bei einem Schurwollfilz oder wie zum Beispiel bei einem Baumwoll-Leinen-Gemisch, weil die Poren einfach viel größer sind bei diesen Gewebearten. Hinzu kommt natürlich noch, dass mancherorts, also der Halt ist natürlich hier mehr gegeben als bei den Barfußmodellen, weil hier fehlt ja total die Fersenkappe. Ne? Und hier habe ich wieder feste Spitze, feste Kappe. Das heißt, der Schuh sollte sitzen, aber immer mit diesem schönen Freiraum einbedenken. Das heißt also hier in dem Fall dürfte die Zehe jetzt nicht weitergehen als bis zu diesem Herzchen. Dann kommen wir wieder zu diesen 9 bis 12 mm, die der Kinderfuß vorne frei haben sollte, wenn Sie einen Schuh neu für die Saison kaufen.
Wenn ich es gleich einmal hier stehen habe, ich mache an dieser Gelegenheit wieder auf den unterschiedlichen Ausfall der Größen aufmerksam. Liebe Eltern, für mich als Fachfrau, es sind einfach alles nur Zahlen. Also, ich habe jetzt hier zwei Modelle in der Größe 30. Das heißt, wenn ich die jetzt mal so ganz grob aneinander halten, so wie das ja auch viele Mamis und Papis immer mal tun, dann sieht man also, dass dieses Modell in der Größe 30 durchaus ein paar Millimeter länger ausfällt als das andere Modell. Spiegelt sich natürlich auch in der Passform wieder. Das heißt, bei dem müsste ich wahrscheinlich, um auf dieselbe Insulänge zu kommen, eine 31 nehmen. Noch krasser ist es bei diesen beiden hier. Zwei kleine süße Hausschuhe für die Jungs in der Größe 21. Und wie ihr seht, ich halte es mal ganz so salopp in die Kamera. Wir streuen dann auch noch ein Bild mit ein. Also das ist beides 21. So, wer es nicht kennt und wer es nicht weiß, könnte auch sein, dass sie dann die Schuhe zu klein kaufen, wenn sie reinweg immer sich nur an den Zahlen orientieren. Im Fachgeschäft werden sie natürlich darauf hingewiesen, dass es immer Modelle gibt, die kleiner oder größengerechter ausfallen. Und das ist immer das, wo ich dann sage, da hätte man dann schon mal gerne die Kittys mit dazu. Und das, was es bei den Jungs gibt, gibt es natürlich auch bei den Mädchen. Auch wieder hier zwei wunderschöne Modelle. Ich zeige es bloß mal wieder. Beides in der 22. Und dann muss ich auch wieder sagen, wir haben auch hier wieder einen immensen Größenunterschied von gut, ich sage es mal grob geschätzt, zwei Größen. Das heißt, ich habe hier eine 22, die anderen größengerecht ausfällt. Dann habe ich hier eine 22, die zwei Nummern kleiner ausfällt. Also so, liebe Eltern, wundert euch da nicht, wenn ihr also mit drei verschiedenen Größen aus dem Geschäft rausgeht. Weil im Straßenschuh brauche ich wieder eine andere Größe. Im Hausschuh, je nachdem wie es ausfällt, fällt es auch nochmal anders aus. Und das sei jetzt genug zur Verwirrung. Ich würde immer sagen, lasst euch beraten, bringt die Schuhe mit, guckt sie genau an und nur dann könnt ihr auch schließlich ganz genau wissen, passt er oder passt er nicht. Also, bis zum nächsten Mal, man sieht sich. Bis dahin.